sehr viele Menschen in dieser Stadt leben, die religiös geprägt sind und nicht unbedingt immer miteinander gehen. Die mal endlich zu überkommen. In einem Haus, unter einem Dach, jeder in seiner Tradition und doch gemeinsam Verantwortung tragen, nicht nur für das ganz große Haus, die Welt, in der wir wohnen, sondern auch für ein kleines Haus und damit ein Beispiel setzen, dass es geht. Die Stadt braucht solche Orte, wo man sicher weiß, da reden die Menschen miteinander, auch so unterschiedlich sie auch sind. Es gibt einen Ort, da kann man hingehen und man weiß, da findet das Gespräch zwischen verschiedenen statt. Glaube bedeutet auch Handeln. Glaube bedeutet auch aktiv etwas zu sein. Und Frieden ist nichts Selbstverständliches. Für Frieden muss man sich einsetzen und auch bemühen. Und das ist, glaube ich, nochmal eine der Verantwortlichkeiten, die uns dieser Tage insbesondere auch bewusst werden muss.